Moin. Heute bei Kurzwaffen in Kürze in einem Top-Koffer, wie ich finde. Mal was anderes. Kurzwaffe, made in Germany, mit einer Optik, die man vielleicht irgendwoher kennt, aber irgendwie in schöner. Wir gucken uns das Ding mal ganz kurz an. Da drin ist die FAR-9, FAR-9, made in Germany, bei Firearms Solution Germany. Wie kennst du nicht Firearms Solution Germany? Also ich kann euch sagen, der Firearms Solutions Mann, der macht das mit Leidenschaft. Das ist ein Produkt, das wurde wahrscheinlich so oft vorher ausprobiert, wie nichts anderes, was es irgendwo gibt. Ganz einfach aus dem Grund, weil der gute Mann da Wert drauf legt. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, dass die Optik vielleicht sich an etwas orientiert, das man kennt. Wir sind beim Thema Kurzwaffe Vollstahl. Gucken wir direkt mal rein, weil wegen Kurzwaffen in Kürze. Ein Ersatzmagazin ist im Koffer. Schade ist jetzt im ersten Moment direkt, das Magazin, was drin ist, hat eine Erweiterung. Das Ersatzmagazin nicht. Das ist das eine Magazin, was mitkommt. Das ist das zweite, was mitkommt. Das kannst du wahrscheinlich zumachen und irgendwo runterwerfen und dann passiert trotzdem nichts. Design, optisch, stimmig. Wen das Ganze jetzt an eine am Markt etablierte Pistole erinnert, der mag da gar nicht so fern liegen. Tut's bei mir auch. Packst da aus und denkst du, kenn ich. Und dann gehst du ein bisschen ins Detail. Dann merkst du, okay gut, da ist so ein bisschen was, was ich bei anderen Waffen nicht so gemocht habe. Dann doch ein bisschen schöner. Letztendlich habt ihr hier eine Vollstahlpistole im Kaliber 9mm. Made in Germany. Mit einem altbekannten Design, sage ich jetzt mal. Ein bisschen gepimpt. Die ganze Waffe an sich läuft sehr, sehr sauber. Da kannst du also das fasst sich gut an, das Stück. Ihr habt Kimme und Korn komplett in Weiß. Der Abzug hier hat einen sehr, sehr langen Vorweg. Da scheiden sich die Geister. Da gibt es Leute, die schwören drauf. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich hätte es aber gerne, dass es gleich knallt. Also das kannst du nicht richtig und verkehrt machen. Abzug an sich. Bricht sauber. Wie gesagt, ihr habt den Vorweg. Aber dann steht er trocken. Ja, bricht wirklich sehr, sehr sauber. Ein paar technische Details fliegen jetzt durchs Bild. Firearms Solutions Germany. Irgendwo bei Herzogenrath, glaube ich, das war's. Das ist da irgendwo zwischen Ruhrpott und Holland. Da kommt der gute Mann her. Der baut das. Der baut auch einen Long Range AR. Und das Tolle ist bei solchen Sachen, wenn das jemand mit Leidenschaft macht. Und ich habe gehört, der macht das. Vollstahl, sporttauglich, nicht allzu teuer. Der UVP laut Hersteller liegt irgendwo bei 1200 bis 1300 Euro. Das Lustige an dem Ding ist, das Ding gibt es auch mit Gewinde. Und was ich jetzt vor kurzem noch rausgefunden habe, ist, die Pistole ist unbeabsichtigt Optik-ready. Das heißt, die Firma MAK hat Schienen, die ihr hier draufstecken könnt, die hier komplett über die ganze Waffe gehen. Die sind tatsächlich klick und fix. Also die schiebst du hier drauf, klickst sie ein. Dann hast du hier oben eine Picatinny-Rail. Die gibt es auch für die Schmeißer Hugo und so weiter. Und ich glaube, die von der CZ75, die passt hier auch drauf. Und dann machst du ein MAK dort drauf und dann hast du eine Optik-Ready-Pistole. Das Tolle ist, Kimme Korn bleibt erhalten. Geht also. Ob das so geplant war bei der Konstruktion, von der Verarbeitung her, wenn man sich das anguckt, wenn das Bild denn dann scharf wird, das ist einwandfrei, da kannst du nicht maulen. Vollstahlpistole unter 1300 Euro. Mir persönlich gefallen zum Beispiel diese Griffschalen hier. Da greifst du rein und das ist so richtig schön. Knuffig. Mit dem verlängerten Magazinboden finde ich sie optisch ganz gelungen. FAR 9, made in Germany. Wir probieren das demnächst mal aus und dann quälen wir es immer so richtig. Und bevor es wieder zu lang wird, Kurzwaffen in Kürze. Tschüss.